Der 3. Oktober rückt näher. Am 3. Oktober findet jedes Jahr in Hamburg die Penport statt oder der Penport, wie auch immer. Es ist, wie gesagt, eine Füllhalterbörse, eine Börse für Sammler, für Leute, die selber Schreibgeräte herstellen. Ich bin schon seit etlichen Jahren dabei. Wie gesagt, immer am 3. Oktober im Museum der Arbeit in Hamburg-Barmbek, leicht zu erreichen, direkt am U-Bahn- und S-Bahnhof Barmbek, Hamburg-Barmbek, gegenüber der Station Barmbek liegt das Museum der Arbeit in einem alten Fabrikgebäude, und in diesem Museum findet die Füllhalterbörse statt. Man braucht keinen Eintritt zu bezahlen, das Ganze findet im Foyer des Museums statt, von 9 Uhr bis 16 Uhr. Also, ich hoffe, wir sehen uns am 3. Oktober im Museum der Arbeit zur Füllhalterbörse, oder sagen wir mal zur Schreibgerätebörse. Es sind natürlich nicht nur Schreibgeräte da, sondern Stifte aller Art. Im Museum der Arbeit von 9 Uhr bis 16 Uhr. Wir sehen uns da.